Und willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Wir sind jetzt hier in Skyrim Kingdom angekommen. Und wir werden jetzt hier erstmal die Night spenden. Boy, am I having a good time. Oh, I guess you want to spend the night. Sorry, but I can't put you up tonight. What with the festival and all? Ein Festival? Festival? I've seen you somewhere. Oh my, aren't you the Huh? Who are you talking about? You seem to be enjoying yourself. What is happening at the festival? Oh, the day after tomorrow, the king himself will be holding a festival commemorating the founding of the country. I hear the king will be making an important announcement. All boys in the kingdom are to meet at the castle. Maybe they found some treasure underneath the castle and they're gonna show it off. How odd. Something is afoot. Excuse me, sir. Can you please put my friends up for the night? We don't have much, so you all can stay for free. Mr. Ryudo, I must first go home. Please, spend the night here. I shall return tomorrow. Okay, take care, then. Und weg ist er. What's with him? He doesn't want us to see his home? Or tent? Or whatever? There is nothing to be done. Allow the cup its privacy. For if we would be so thoughtless as to follow. His family would be awfully surprised to see our strange party. Right, we'll take it easy for him then. Hat er überhaupt eine Family? I guess we have some free time. Let's check out the town. Ich meine, wir haben ihn immerhin das erste Mal getroffen, als er mit so Clowns unterwegs waren. Übrigens, lustig, dass Ryudo die so genannt hat, die Clowns, weil es sind halt wirklich irgendwie Zirkusleute, ne? The town bustles with color. Surely there are some amongst the many who have traveled here who know of the divine sword. So, you guys are looking for something, eh? Why not go to the bazaar? They're holding in the castle square. Lots of people come there from all around. Lots of people from all around. Oh, I would love to go there. Might be just what I need. What we need. Fables and legends hide truths, which may yet be of use to us. I would hear these people's words. Ah, yes. At the back of the square, you'll find someone named Hamble. He might just know something. But he's a difficult man to deal with. He won't talk to you if he doesn't like you. Difficult? What sort of person does he like? Miss, just how strong is this young man here? Well, Ryudo is very strong. I trust him completely. Okay, then listen. When you go see Hamble, make sure he knows what a wonderful couple you are. A wonderful couple? Like I said, he's strange, but he'll be sure to talk to you. I tell you, buddy, you're a hell of a lucky guy to have a lovely girl like her. Shouldn't be too hard to play kissy poo. Me? No. He's working for me. I'm a sister of Grannis. Did I say something wrong? I note with some dismay that she's still unable to tell when people are messing with her. Oder sie meint es einfach, sie hat doch Gefühle. What am I doing? Why am I so... such silly words. It's Ryudo's fault. He did not deny it immediately. Aber du auch nicht. Oh Lord Grannis, please forgive my shameful behavior. He does not see. I'm a sister of the church. Ryudo.
Wenn du jetzt in den Spiegel guckst, siehst du dann Milenia? Yes, Ryudo is just a hired hand. He should know better. I might as well go to sleep. Gute Nacht, Prinzesschen. Oder hallo, Milenia. Je nachdem. What is this woman doing? I know. Ja, jetzt siehst du sie im Spiegel, oder wie? Hmm. I see. So we can no longer hide it from the people. I believe your highness' speech tomorrow will bring everyone to their senses. And what about that man? Oh, so you were here. Your highness, does something worry you? Ja, eure Hoheit. Eure alte Sackigkeit. I want to thank you. My people's wishes will finally come true. The prince's medal is no longer necessary. Exactly. Now all the fears of the people of darkness have disappeared. You may rest assured. Was haben Sie vor? Was planen Sie? Das könnt ihr euch jetzt überlegen. Hey, Elena, wake up. Out of bed. Didn't you say you want to go to the bazaar? Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Grafikfehler an der Wand, aber das war das Blatt von der Pflanze, was einfach nur perspektivbedingt da war. Oh no! Ryudo, I'm coming! Vielleicht kann Ryudo ja zu dir reinkommen und dann kannst du nochmal sagen, I'm coming. Look at that face, what is this? Elena, I know you like Ryudo, let him know it. Huh? Come on, get up. Hey, princess. Hey, sister. I'm coming right now. Hat Milenia ihr eine Nachricht hinterlassen? Sehr schön. Wahrscheinlich mit ihrem Lippenstift, ne? Morning. What's wrong? You alright? Well, I guess we go to the back of the bazaar, right? That's right. The bazaar is held in the castle square. Take care. Come on, let's go. Ja, lass uns loslegen. A moment. Oder Merrick will vorher noch was anderes loswerden. What's up, Merrick? As I understand it, more than two, a couple does not make. It would be rather odd, were I to accompany you. Wir können auch einfach behaupten, du wärst mein Vater oder der Sohn, ne? Oder mein Schwiegervater, keine Ahnung. I shall make my way to the harbor while you conduct your affairs. Mit anderen Worten, du hast keinen Bock auf uns. But wait, Merrick, don't leave me alone with Ryudo. Yeah, someone should check out the docks. Come on, what's wrong, Elena? We going or not? Yes, I suppose. Sei doch nicht die ganze Zeit so schüchtern. Das wird schon. Okay, das wird schon. Der Bazaar ist, soweit ich weiß, hier hinten irgendwo. Noch weiter hier in dieses Gebiet rein. Hier rüber. Hier ist der Bazaar. Hier fängt's an. Hi. Father of Mao. Oh, customers. Please, come in and see our assortment of products made with pride by the Mao tribe. My, what a beautiful fabrics. Bandanas, scarves, vests. Oh, look, I wonder what this bag holds. Huh? A flute? Looks rather trashed. I don't think it's for sale. Oh, that's my flute bag.
I was wondering where it was. Sorry, it got mixed in with the merchandise. Son of Mao. Lady, how about buying some ribbon? If you dance with this ribbon fluttering behind you, you'll look so beautiful. It is pretty. Get it, Elena? It will definitely look good on you. Oh, well, if you say so, Ryudo. Huh? This sure is a long ribbon. Yep. It's best to have a ribbon that's about twice the length of your tail. Yeah. Ich habe aber, wir haben aber keinen Schwanz, im Gegensatz zu euch beiden, und deswegen wäre das Doppelte der Länge unseres Schwanzes immer noch null. Außer von Ryudos Schwanz, das ich bin zu müde, ich sorry. Hey, hey, Mister, wanna learn something special? I know the secret for catching goldfish. Oh, now that sounds like a marketable skill. Okay, so what's the secret? Okay, here we go. Here is the secret. The key method for catching goldfish. Ready? The secret for catching goldfish is to smile. Smile. That's right, smile! These Sirum goldfish, they just love to have fun, and if they see you smiling, they'll let you catch them! Huh? You can't be serious. Was für Goldfische denn? Na, hallo, wie geht's dir? Oh, sorry, please be patient, later we'll have some real hardcore juice here. What in the world is hardcore juice? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Aber da, das wirst du vielleicht noch sehen, wenn du wieder zurück ins Zimmer gehst mit Ryudo. Diese Folge wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Anyway, we are fine for now. As we have some business to attend to. Right. Have you seen someone called Hamble around here? I need to have a word with him. Ja, oh, ich bin ganz ehrlich, ich kenne das Spiel ja schon. Ich habe so einen Hamble around hier gesehen. Er steht eigentlich direkt neben dir. Fast. A word with Hamble? Really? Well, he should be in the next tent. Nein, er steht davor. Das ist er nämlich. Hallo, Hamble. You, Mr. Hamble? Know anything about a divine sword? I don't talk to no one without a proper introduction. Look, we should do what the guy at the inn said and act like a corny schmaltzy couple. You know, hold hands and giggle and stuff. I can't do that. I am a servant of Lord Grannis. I cannot do such things. Because Grannis wouldn't like it, or because you're a lousy actor? Come on, the Pope is asking you here. We need to find the sword. Yes, you're right. It is for the sake of people. Well, okay. Oh, wie süß. Und Sky sitzt auch in ihren Haaren. Mr. Hamble, got a question for you. Oh, so you two really are a couple? Sure, we're smiling, we're holding hands. Why the hell else would be so damn near to each other? I like it. So what do you want to hear about it? About come into the tent. Na gut, dann können wir jetzt mit ihm reden. Nachdem wir hier unsere kleine Vorführung gegeben haben. Ich habe übrigens gerade Zahnschmerzen, habe ich das schon mal erwähnt? Einer meiner Weisheitszähne kommt gerade durch, das ist mega nervig. Say, you. Me? So, what do you see in this guy? Obviously, you don't know how to pick a man. You have such a bad taste. Ryudo, Careful, Elena. He may be somewhat good looking, but why would you pick a boy who would lose to someone as marvelous as me? Weak men are worthless. I, on the other hand... I don't have time for this. If you want me to put a foot up your mouth, then just come out and say it. And what a temper!
I can't believe you'd hang around with a boy like this. He's no good for you, no good at all. Ryudo would not lose to you, you pig. Is that so, my dear? Well then, we will have to find out now, won't we? The game is arm wrestling, your strength against mine. And to make it interesting, if I win, I keep your parrot. Well, this guy is kind papa guy. Ryudo, you can't lose to this jerk. Not planning on it. Was hält Sky davon, dass einfach so verwettet wird? Rules for arm wrestling. The R trigger adds power to your arm. Pulling the R trigger makes your power greater than the other guy's, but saps your endurance. If your endurance drops to zero, you can push against the other guy's arm. Keep pushing the A button to restore your endurance. Okay, R und A. You can't use the A button and the R trigger at the same time. When go appears, the game begins. Ready, go. Damn. Warte, ich drück doch R. Meine Power ist doch... Hallo, ich drück... Ah, Moment. Was ist denn hier R auf meinem Controller? Try harder, little man. Your parrot will soon be mine. Oh, okay. R1. Mr. Hamble, your nose hairs irgendwas. This cannot be. My mirror. Where's my mirror? Elena hat ihm gesagt, dass seine Nasenhaare rausgucken oder so. Und davon war er abgelenkt. Okay, gut. Ich musste gerade einmal kurz pausieren und gucken, ob meine Aufnahme noch läuft, weil ich Angst hatte, aus Versehen auf die Aufnahmetaste gekommen zu sein. Aber ist alles gut. Alles ist gut. Es läuft noch weiter. Oh, I'm sorry. It was not your nose hair at all. Horrible, horrible. And I was going to teach the parrot to tell me how wonderfully magnificent I am. Just tell us about the divine sword. Huh? I don't know anything about it. Now he tells us. This was a complete waste of time. What could we have been thinking? Ja, du hast Händchen gehalten mit Ryudo. Wie schlimm. You were blushing like a mad in there. Shut up, Princess. Ja, halt die Fresse. At least I wasn't enjoying it, a bit blah blah. I must have been mistaken. But he was just so funny. Meinst du den Nasenhaartypen? Vielleicht. Ryudo, I think I'm having too much fun. I'm tired. Wie wär's, wenn du jetzt... Ja, genau, I saw a drink stand back there. I'll go get us something to drink. Ist eine super Idee. Am besten was mit Alkohol, damit du sie nachher schön mit in dein Zimmer nehmen kannst und ihr ein paar Extreme Juices irgendwo hinspritzen kannst. Das habe ich gerade nicht gesagt. Welcome, welcome. Come, try our unique original juices. The only ones in Siren Kingdom. Juice, please. Your girlfriend looks worn out. We've got 4 types to choose from. Which one? What is that? Love Potion, Power Up, Flower Water. Leerer Zwischenraum. Was genau soll das heißen? Ich würde gern das Blumenwasser nehmen. Was ist das? Das klingt mysteriös. This one's great. Yeah, I'll take one of these. A good honest name too. Siren's famous palm juice. The refreshing juice of the Siren palm. Perfect for your girl. Tired from her date. This is regular juice, so don't worry. It sure seems stupid to keep your regular juice hidden away. Whatever, thanks. Okay, ganz normalen Juice hätten wir. Gut. Aber da steht ja jetzt plötzlich jemand anderes. Ryudo!
Millennia? Oh ja, wackel mit deinen Brüsten. Not again. Stop popping up like that. Oh, gee. It's just that you and Elena... I just can't stand being left out. All eyes on me. Juhu. Ich fänd's toll, wenn die Textboxen nicht zwischendurch einfach mal random automatisch weiterlaufen und dann wieder nicht, sondern sich einfach mal entscheiden könnten. Dann wäre man eventuell auch mal darauf vorbereitet, dass Textboxen von alleine weitergehen. Millennia, stop it! Oh, is that juice? I want some! Goo, gimme, gimme! I told you to stop embarrassing me in public. Let go of me. Oh, can't we just be together once in a while? Say, Ryudo? What's up with you today? You feeling okay? Let me come along, won't you? Just for a teensy weensy little bit. Fine, I guess it'll be okay. Ja. Und das sah eben so aus, als ob Sky auf Millennias Schulter gelandet wäre, aber nein. Was sagt wohl der Hamble dazu, wenn wir jetzt auf einmal mit einem anderen Girl an unserer Seite auftauchen? Guck mal, das ist nicht mehr die, die dich auf deine Nasenhaare ausgedingst hat, ne? Hey, look at you, another girl this time. Hey, babe, what do you think? Your guy was with another chick earlier. Oh, I know. I know. You who mean? Was? Ich glaube, das soll eigentlich... Ich wollte es erst richtig sagen. Es steht da aber falsch. Oh, I know who you mean. Let me tell you, she's nothing to worry about. No big deal. Wow, what a woman you've got there. She doesn't care if you've got other girls. You don't get it. He doesn't have any other girls. Oh, it takes too long to explain. You tell him, Ryudo. Oh, he's a tough one. What do you say? Come give this a try. There's no way you'll beat me. Nein, ich möchte... Nein, I don't feel like it. What? Don't have the guts, eh? Tough guy. Nein, ich... Hey, ich hab die Steuerung ja noch nicht mal kapiert. Ach, guck mal, jetzt tanzen sie da. Hey, what are they doing over there? Hey, where are you going, Millennia? Ja, was machst du hier, Millennia? I think I like living like a human. I've never heard a song like this, Ryudo. It's so, what's the opposite of chaotic? Melodic? Hey! Let's stay like this a while, okay? Jetzt geht's wieder von alleine mit den Textboxen. Was soll das? I really enjoyed your song and your dance too. Ach so, jetzt wartest du wieder mit der Textbox. Everybody knows this song. When I sing, people cheer up. That's how I make people happy. Miss with music. It was very nice. Ach, guck mal, wer da kommt. What is the purpose of Millennia's presence here? Is there something blah blah blah? Ich hab's nicht lesen können, sorry. Oh no, I completely forgot to get information. See, there was like a big crowd. That is not the problem. Right now, there's trouble in the castle. Quickly, we must go there. How do we get in? Don't worry. We can take the waterway around and get into the castle from the rear gate. Doesn't sound too difficult. I do not want to be seen. Please, hurry. Warum nicht? Weil du schon erkannt wirst, the boat is over there. Dieser eine Satz, der war so schnell, den hätte man niemals im Leben lesen können.
Ja, da drüben. Ich sehe das Boot doch schon. Mr. Ryudo, that's it. Aber schön, dass es einem gezeigt wird, weil wenn man nicht weiß, dass es da ist, dann hat man da vielleicht nicht drauf geachtet. That boat, please hurry. Okay, es gibt Trouble at the Castle. Da müssen wir dann mal in eine Castle gehen, ne? Was klopft da so? What's the trouble at the castle about? The royal family here has a dangerous secret that could spell disaster. Hey, hey. Just who are you, Roan? That gate must not be opened, ever. Ich weiß, wer du bist. Der Innkeeper hat es doch schon fast gesagt. Aber für alle, für die das noch nicht komplett über offensichtlich ist, möchte ich das jetzt aber auch nicht spoilern, bevor es offiziell bestätigt wird. Ich mochte die Pose, wie Millennia da saß. Sie sah sehr entspannt aus. Wie sie da immer noch sitzt. Jetzt nicht mehr. Warum guckt Millennia von allen anderen weg? Was soll das? Das finde ich nicht gut. Guck mal, ich gehe jetzt einfach in die falsche Richtung. Ha. Audience Square. Hey, guck mal, ich gehe hier in die Lobby. Nein, doesn't look like this door opens. Schade. That's shade. That's very shade. Weil wir alle wissen, shade ist das englische Wort für schade. Oder nicht? Isn't it? Hey, ich will hier rein. Prince Rowan, you must hurry. Manry is waiting. So, jetzt ist es bestätigt worden. Er ist der Prinz. Prinz? I will explain later. This is where we get into the castle. Prince Rowan, these corridors have not been used for a while. Monsters have taken them over. Das ist kein Problem. Do not worry, I have my friends with me. Please take care of the prince. The entire country is relying on you. Entire country? Ich finde seine Rüstung etwas knallig blau. Ist fast wie so ein Power Ranger ist der schon angezogen. Siren Castle Secret Passage. Ich höre hier Zeug. Ah, du bist wieder hier. Hey, ich hab Puffnuts für dich. Yeah. Hey, the little runt looks happy. If we give him more Puffnuts, maybe he'll leave dead birds on our doorsteps. Hier, ich hab noch mehr für dich. Noch mehr. Guck, dann fängt er an zu leuchten. Das passiert, wenn man ihm genug Puffnuts gibt. Dann fängt er an zu leuchten, setzt sich bei Ryudo auf die Schulter und man hat da gar nichts von. Außer, dass er leuchtet. Ist das nicht geil? Ich speichere gerade mal das Spiel. Gut. Ich glaube, ich mache hier jetzt gerade noch diese Untergrundpassage. Das kannst du mal an die Seite schieben. Ohne Scheiß, was bringt mir das, dass das Viech jetzt leuchtet? Die kennen wir auch schon. Mir fällt gerade was auf, und zwar zwei Dinge. Ich habe die Eier noch nicht umgetauscht hier. Du kriegst das Holy Egg. Ryudo kriegt das Gravity Egg und du kriegst wieder das Chaos Egg und kriegst natürlich auch wieder ein Accessory. Habe ich hier nicht noch irgendwie was Cooles? Den Möbius Ring zum Beispiel. Nimm doch den. So. Habe ich für dich eine neue Waffe? Irgendwas hier Neues? Nein. Irgendwie hier noch was Neues? Nein. Bleibt alles so. Aber ich kann auch einmal Power-Up machen und ihr die neue Attacke Spellbinding Eye beibringen. Schön. So, ich glaube, wir machen erstmal Ryudos Moveset komplett. Jetzt kann er auch Flying Ten Seiken und Purple Lightning. So, du kannst Cure Status Disorders, macht keinen Sinn, das brauche ich nicht. Brauche erstmal alles nicht, ich kann Magie noch lernen. Und zwar kann das Chaos Egg. Ich würde ganz gerne hier erstmal Holnado noch aufbessern. Burn noch aufbessern. Nochmal. Das auch.
Verdammt. Oh gut, jetzt kann ich das beim nächsten Mal endlich hier lernen. Die geilste Blitzattacke ever. Beim nächsten Mal dann. So. Ich muss hier irgendwo noch einen Schalter finden. Oder so, damit ich auf die andere Seite rüber kann. Finde ich hier irgendwo, da kann ich runterklettern. Ich will nämlich da drüben auf die andere Seite auch noch irgendwie hin. Hier ist jetzt erstmal nur eine Kiste. Aber dann, Lightning Tiara klingt wie eine Ausrüstung. Tatsächlich war es eine Ausrüstung für Millennia, die ich ihr auch jetzt ausgerüstet habe. Ich finde das Ding irgendwie süß, wie es da auf Ryudos Schulter sitzt und seinen Schwanz da so durchstreckt, dass es aussieht, als hätte Ryudo einen gigantischen Monsterpenis. Das sah gerade schon wirklich sehr danach aus. Ach ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser gigantische Monsterpenis auch noch leuchtet. Ich würde jetzt gerne einmal mich nochmal hier curen. Ron, du bist hier mein Heilspezialist. Mach das mal. Diese Kiste jetzt da hinten irgendwo in die Ecke schieben. Ich weiß, dass ich in die andere Richtung auch noch muss, aber da zeigt auch der Pfeil hin. Das heißt, da gehe ich so oder so lang. Kann ich hier irgendwie ein Schleusentor verändern? Ich kann die Kiste hier runterschieben, oder? Ja. Kann ich. Und dann kann ich hier rüber. Aha! Da sind neue Gegner. Diese komischen Schnecken. Totenkopfschnecken. Tja, machen wir doch mal Burn Flame drauf, weil das sind garantiert gegen Feuer anfällig, weil Untot und so, ne? Mal gucken, wie sehr das jetzt funktioniert. Es macht sehr viel Schaden auf die Dinger. Merrick greift die Echsen an, weil du hast eine auf Echsen spezialiertes Dings, Kirchens. Ne? Auf Echsen spezialisierte Waffe. Das meinte ich. Ich habe keine Ahnung, was ich von mir gebe. Ich bin so unglaublich müde gerade. Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich so lange schon wach bin. Warte, hier geht's in die Richtung. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist gar nichts. Dann gehe ich in die Richtung über das Brett und kann hier einmal Wusch machen und das fährt jetzt diese Brücke aus. Bringt mir das denn dann auch irgendwie noch was anderes? Ich würde ganz gerne erst nochmal zurückgehen, weil das geht mir hier zu weit. Das geht zu weit. Ich gehe nochmal zurück, um noch ein bisschen zu erkunden. Und das leuchtende Ding bringt mir überhaupt nichts dabei. Ach, guck mal, das habe ich vergessen. Electrum Stone. Scheinbar auch ein Item, das sowas macht wie Zap. Hier sind nämlich nochmal so Gegner. Okay, aber sonst war hier nur noch ein Topf voll Gold. Gut, dann wieder zurück. Wir sehen uns gleich da. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Jetzt kann ich über die Brücke rübergehen. Erstmal in die Richtung. Hier liegt nochmal Silver Feather. Und hier kann ich jetzt noch eine Brücke ausfahren. Und da ist eine Tür, durch die geht es wahrscheinlich nachher noch weiter. Aber erstmal möchte ich nochmal wieder zurück in diese Richtung, wo die Brücke rüberführt. Denn da konnten wir von der anderen Seite aus nicht hin. Oder? Was ist hier noch um die Ecke? Gar nichts, da kommt man gar nicht um die Ecke, da ist einfach nur Gold. Genau, da bin ich nicht hingekommen. Da muss ich wahrscheinlich jetzt lang. Da in der Ecke liegt nichts mehr. Bewegen wir uns einfach mal hier hoch. Warum muss ich immer auf alle warten? Gut. Hier ist noch ein Seitengang. War ich hier schon? Ach, guck mal, hier komme ich dahin, wo ich hin wollte. Und damit kann man jetzt die Tür aufmachen, weil jetzt dreht sich das Ding um. Genau. Und dadurch geht die Tür auf. Interessant. Das muss man mir natürlich auch in aller Ausführlichkeit sehr, sehr langsam zeigen.
weil das habe ich mir so auch nicht denken können, dass das passiert. Gut. Dann wollte ich hier gerade nochmal das Magical Brace einsammeln und dann kann ich hier nochmal diese Brücke ausfahren und nochmal zum Speicherpunkt gehen, um mich zu recovern. Diese tollen Motorengeräusche. Also Elektromotoren wohl eher. Also man hört auf jeden Fall so ein Geräusch, so ein Hochfahrgeräusch. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich... Genau, Skill. Hast du noch die Skills ausgerüstet? Hast du nicht, sollst du aber. Was waren denn die anderen Skills hier? Du hattest noch gar keine anderen. Du hattest noch keine anderen. Egal, dann machen wir es so. Recover! Und das Ding wollte ich gucken, was das macht. Dieses Bracelet-Dings. Wo auch immer das ist. Falls das überhaupt hier so ein Ding ist. Da, Magical Brace. War das das? Mach die Def höher. Mach die Def höher. Nee, der dann... Was ist hier? War ich hier schon? Ja, da, genau, da war ich schon. Da war ich schon. Dann kann ich ja jetzt weitergehen. Was tickt hier eigentlich so? Irgendwas hat da getickt, wie eine Zeitbombe. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Hier ist ein Loch in der Wand. Da kann man reinkriechen. Oh, tschüss. Ja. Oder, oh mein Gott, das bringt doch was? Oder es haut einfach nur ab. Okay, es haut einfach nur ab. Es bringt doch gar nichts. Irgendwas an dieser Wand sieht komisch aus. Vielleicht die von den Schatten her nicht passenden Texturen. Könnte das sein, dass mit dieser Wand was nicht stimmt? Und dieses Ausrufezeichen, was davor schwebte, war auch sehr suspekt. Castle. Downstairs Halls. Soweit ich weiß, war hier ein Speicherpunkt, genau. Und an dieser Stelle speichere ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Grandia 2. Bis dann, Leute. Ciao!